Heute werden 11 Retro-Footdrafts unser FIFA 22-Team bestimmen. Von FIFA 16 bis FIFA 21 werden wir ein bisschen draften und dann schauen, was wir für ein Team bekommen. Ich könnte mir vorstellen, das wird richtig heftig. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und checkt auch gerne meinen neuen Clips-Kanal ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Lasst da mal sehr, sehr gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Video. So, wir sind in FIFA 16 angekommen. Wir müssen heute einen Einzelspieler-Draft zocken, weil online habe ich in einem der letzten Videos gemacht und man findet absolut keine Gegner in FIFA 16. Ich habe es eine Weile probiert, aber es klappt nicht. Ich würde sagen, wir zocken das Ganze auf Ultimativ. Ich weiß nicht, ob das Ganze beeinflusst. Und dann wählen wir jetzt hier die 4-3-3 und dürfen uns dann von den Draft-Kapitänen einen aussuchen. Ich würde sagen, aus jedem FIFA holen wir uns zwei Stück und das ist eine sehr geile Auswahl. Neymar, Messi, Ronaldo, Coentrao oder Ibrahimovic. Und da ich Ronaldo in letzter Zeit so oft als Team of the Year gekauft hatte, werde ich heute mal Messi nehmen. Messi Team of the Year in FIFA 22 ist, denke ich, ganz fresh für den Start. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein ins zweite Footdraft. Formationen sowieso egal. 5-2-2-1, komm, Abfahrt. Zweiter Spieler. Eieieiei, das sind auch nochmal geile Karten. Lewandowski, Neymar, Pogba, Ronaldo und Harry Kane. Ganz ehrlich, wie wäre es mit Team of the Year Lewandowski? Weil den habe ich auch noch am Start. Dann haben wir Team of the Year Messi und Team of the Year Lewandowski. Klar, Neymar würde natürlich zu Messi passen, aber vielleicht bekommen wir den ja nochmal. Und außerdem, egal, ich nehme Team of the Year Lewandowski. Boom, das war auf jeden Fall ein richtig guter Start. Wir sind in FIFA 22 am Start. Robert Lewandowski Team of the Year und Messi Team of the Year. Also das lässt sich definitiv sehen. So, wir sind in FIFA 17 angekommen und da gehen wir direkt rein in die ganze Geschichte. Wir nehmen die 4-4-2, flache 4. Ich bin jetzt mal gespannt. Sehen wir jetzt andere Karten als Ronaldo und Co.? Wir müssen natürlich auch irgendwie mal Verteidiger sammeln. Okay, das sind sehr, sehr geile Spieler. Oh mein Gott, dieser Yaya Touré. Was eine absolute Legende, wirklich. So ein Beast, Alter. Dann haben wir Cuadrado, Messi, Hazard. Sieht insgesamt sehr, sehr nice aus. Aber ganz ehrlich, ich werde mich für Cuadrado entscheiden, weil das ist der erste Verteidiger für unser Team. Und dann fackeln wir nicht lange und gehen rein ins zweite Footdraft in FIFA 17. Wie gesagt, in jedem Retro-Draft zwei Drafts. Neymar, Dybala, Costa, Perisic. Eieieiei. Da muss ich ja jetzt eigentlich dieses Mal Neymar nehmen. Von dem her, Neymar, komm rein ins Team. Boom, die nächsten zwei Karten sind in unserem FIFA 22 Team angekommen. Einmal Neymar, da habe ich mich für die Flashback-Karte entschieden, weil der einfach geil ist. Und dann noch der gute Cuadrado, Road to the Final. Wir machen weiter mit FIFA 18. Bis jetzt auf jeden Fall überragende Spieler in unserem Draft. Aber wir brauchen auch noch ein paar Defensivkräfte. Den Torhüter werde ich dann ganz am Ende über die Torhüterposition noch draften. Am besten in FIFA 21 als letzte Station. Und dann gehen wir jetzt hier rein in ein weiteres Footdraft. Oh mein Gott, einfach Franck Ribéry. Wie spreche ich den aus? Wahnsinn. Aber das ist eine absolute Legende. Kann ich dadurch leider nicht nehmen. Cuadrado haben wir schon im letzten FIFA bekommen. Was ist das denn? Martial, Cavani. Keine so nice Auswahl. Ribéry. Wir können sagen, Ribéry, der sieht ja eigentlich aus wie der Kingsley Coman in FIFA 22. 86er Ribéry bedeutet 86er Kingsley Coman in FIFA 22, oder? Ja, mach mal so. So, wir gehen rein. Zweites Draft in FIFA 18. Diesmal bekommen wir... Okay. Wir bekommen Hullet, 93er Hullet. Das wird teuer, aber da kann ich nicht Nein sagen. Da kann ich nicht Nein sagen. Oh Mann, Alter, dieses Video nimmt mir wieder alle Coins. Das ist der Wahnsinn, wie viel ich momentan an Textverlust habe für die Videos. Das ist zu krass. Von dem her, Jungs, lasst Support da, lasst ein Like und ein Abo da. Kingsley Coman und Hullet Prime Icon für 4 Millionen Coins sind am Start. Wir sind in FIFA 19 am Start. Rein da. 15.000 Münzen müssen wir auch hier wieder ausgehen. Wir gehen auf Ultimativ. Dadurch bekommt man die ultimativ guten Spieler. Wahrscheinlich ja nicht, aber egal. Wir gehen rein in die Draft-Auswahl. Lukaku, Calejon, Rooney, Mandzukic oder Jonas. Okay, das klingt jetzt ein bisschen lost, aber ich werde José Calejon nehmen. Den können wir dann als Rechtsverteidiger spielen und Cuadrado ziehen wir dann in die Innenverteidigung. Weil sonst bekommen wir einfach keine Verteidiger mehr. So, wir gehen rein ins zweite FIFA 19 Footdraft. Gibt mir Verteidiger. Robin Skriniar. Ribéry. Oh mein Gott. Diesen Ribéry hier immer zu sehen. Oh Mann, Alter. Ich habe den wirklich geliebt immer in FIFA. Der hat immer so Bock gemacht mit seinen 5-Star-Skills. Immer richtig beweglich gewesen. Robin auch so eine Maschine immer.
aber Skriniar passt einfach wunderbar zu unserer Serie A Abwehr, von dem her nehme ich den auf jeden Fall. FIFA 19 war auf jeden Fall für unser FIFA 22 Team, was die Abwehr angeht, eine 10 von 10. Skriniar ist am Start und José Calderón, super Rechtsverteidiger, wirklich. Wir sind im FIFA 20 am Start, gehen hier rein mit 15.000 Münzen, ultimativ, wählen irgendeine Formation aus und zwar 4-3-3 offensiv und dann gehen wir rein in unsere Draft-Kapitänsauswahl. Ui, das wird jetzt kritisch. Lewandowski haben wir schon, Messi haben wir schon, Aubameyang, Messi, David Silva, Lukaku. Boah, ich glaube fast, da gehe ich auf David Silva, weil uns noch ein Mittelfeldspieler fehlt. Und ja, David Silva. Vamos, wir gehen rein ins zweite FIFA 20 Foot Draft. Team sieht bis jetzt überragend aus, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine coole Auswahl. Aber so richtig passt halt hier auch nichts mehr ins Team. Außer vielleicht Hazard als Linksverteidiger. Von dem her, den nehme ich. So, FIFA 20 war jetzt vielleicht nicht eine 10 von 10, was die Spieler betrifft. Hazard und David Silva sind im Team. Aber vielleicht können wir ja irgendwie dann am Ende noch umstellen. So, zu guter Letzt sind wir jetzt in FIFA 21 am Start. Und da holen wir uns jetzt die letzten zwei Spieler plus den Hüter. 4-3-3 zurückgezogen, ultimativ, wir bekommen Ferran Torres, Sancho, Icardi, Ishak und Acerbi. Acerbi wäre ein weiterer Innenverteidiger für unser Team, von dem her, den nehme ich, auch wenn er nicht der geilste ist. So, wir gehen rein ins zweite FIFA 21 Draft. Okay, Acuña wäre nochmal ein Linksverteidiger statt Hazard, dann hätten wir die perfekte Abwehr. Muss ich eigentlich nehmen. Und dann wählen wir jetzt zu guter Letzt noch unseren Keeper für FIFA 22 hier in FIFA 21. Ich brauche einfach nur einen Serie A Hüter und da ist er. Wojciech Szczęsny, perfekt. Und damit ist unser FIFA 22 Team komplett. Acuña, Acerbi und Wojciech Szczęsny kommen aus FIFA 21 ins Team. Und das werde ich jetzt so umstellen, dass es die maximale Chemie bekommt. Let's go. Boom, unser Team steht und das sieht richtig, richtig nice aus. 90 Chemie haben wir am Ende des Tages sogar zusammenbekommen. Wir hätten auch den Neymar Winter Wildcard hier hinstellen können. Dann wären wir nochmal auf ein bisschen mehr Chemie gekommen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, zumindest bei der Karte ein bisschen an Coins gespart zu haben. Alles in allem ein sehr, sehr geiles Team. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass wir einfach eine perfekte Abwehr haben. Linksverteidiger, zwei Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Das sieht man sonst selten bei der Art von Videos momentan. Und dann würde ich sagen, zocken wir jetzt mit dem Team drei Rivals-Spiele und schauen mal, ob wir alle gewinnen können. Aber ich gehe mal stark davon aus, weil das Team ist cracked. So, wir gehen rein ins erste Spiel. Das sieht doch machbar aus. Ja. Das sieht gut aus. Was macht denn der Gegner mit dem Hüter? 1-0. Messi, sehr schön gespielt. Und Kingsley Coman mit dem 2-0. Starkes Ding. Leo Messi, den macht er natürlich. So, der Gegner spielt jetzt einfach nur noch hinten rum. Von dem her, ich spare euch die Sache und dann gehen wir rein ins nächste Spiel. Vamos, wir gehen rein ins zweite Spiel. Sieht auch machbar aus. Ja. Leo Messi geht hier durch. Als wäre es nichts. Als würde ich sein Team of the Year spielen. Wirklich. Als würde ich sein Team of the Year spielen. Kappa. So, Kingsley Coman. Auf Lionel Messi. Oh mein Gott, wie er den wieder mitnimmt. Ja, Robert mit dem 3-0. Ja, Messi 4-0. Lionel Messi 5-0, macht den Sack zu. Der Gegner spielt auch schon nicht mehr richtig. Das ist so sinnlos, Alter. Aber gut, die Leute spielen ja auch gegen 10-Millionen-Team. Verständlich, dass sie keinen Bock mehr haben. Und damit gehen wir rein ins letzte Spiel. Sinnlos noch weiter zu zocken bei 5-0, wenn der Gegner eh nicht mehr richtig spielt. Das Team sieht allerdings auch echt nicht gut aus. Aber das ist das 1-0 für den Gegner. Komm. Lewandowski macht ihn 1-1. Ja, das war perfekt. Kein Abseits. Und Messi mit der Ballrolle mit dem 2-1. Ja, das war mal ein feiner Pass. Sehr schön rausgespielt, 3-1. Und der Gegner quittet, der erste Ehrenmann, der dann auch mal rausgeht. Damit gewinnen wir alle drei Spiele mit diesem unfassbaren Squad. Sieht extrem nice aus, wie ich finde. Also es hat sich auch extrem geil spielen lassen. Ich werde damit wieder 500.000 Münzen Verlust machen. Easy. Ich hoffe, ihr lasst dafür ein Like und ein Abo da, Jungs. Und dann würde ich sagen, kommen am Wochenende sehr, sehr geile Videos auf euch zu. Macht es dann gut, haut rein und ciao.